Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mulenias Resort 2.0 mit Mulenia und mein Konto. Und der Küche. Und der Küche. Gut, aber wir sind ja schon einen Schritt weiter. Ja, genau. Ich wollte mir jetzt eine neue Axt holen, damit ich das Lager weiter befüllen kann, denn ich renne die ganze Zeit mit dem ganzen Zeug durch die Gegend. Ja. Du wolltest das jetzt ja noch dekomäßig anpassen. Ja, ich guck mal, was ich hier so draus machen kann. Also ich muss sagen, die Küche hält mich ganz schön auf Trab hier. Ja, das sind jetzt ja schon ein paar Parts, die du dabei bist. Ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, dass mich ein Raum so beansprucht. Tja. So. Jetzt überlege ich, ob ich hier wieder die Falltüren mache. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Ja, okay. Hier können wir einfach drauf zugreifen. Das würde ich nämlich so offen lassen, weil wenn wir das jetzt hier zumachen in irgendeiner Form, im Kühlschrank oder das an der Treppe, dann können wir nichts mehr, ne, so können wir nichts mehr vor den Kühlschrank packen. Das ja, sieht auch doof ja, aus. Nee, das wäre auch, das sieht auch nicht gut aus. Ne, also ich finde das so, finde ich das ganz in Ordnung. Ja, ne? Ich glaube auch. So, was machen wir denn jetzt vor dem Kühlschrank? Gibt es noch die Kühlschrankbilder? Ja, wahrscheinlich, ne? Haben wir denn Wolle? Ich brauche eine Wolle. Eine Wolle. Eine Wolle. Dann nimm dir doch eine Wolle. Ja, ich gehe mal zu Jolly und frag mal, ob er mir welche gibt. Ja. Aber ich muss erst noch ein bisschen was wieder auspacken. So. So. Hallo, Jolly. Kann ich deine Wolle? Nicht? Hallo, ich brauche die wirklich dringend. Danke. Zack, gleich neue. Ja. So. Hallo, Johnny. Hui. Geht's dir gut? Ah, nicht so nah. Muss mir nicht gleich deine Schnauze ins Gesicht stecken. Ich krieg die Tür nicht zu. So. Weiter geht's. Jetzt komm, hopp, hopp, die Küche fertig. Langsam habe ich es eilig. Ja. Ach, das war richtig. Das ist schön. Okay, wie viele Stöcke? Zwei Bilder vielleicht? Oh ja, machen wir gleich zwei. So. Ach, ich hätte ja nur ein Bild gebraucht. Denkfehler. ja, die werden ja größer. Aber ich habe Default-Bilder. Warum habe ich Default-Bilder? Was soll denn das? Ist da was verändert worden? In dem Pack? Also im Default? Na, das ist ja ein Ding. Das ist kacke. Um das mal zu sagen, wie es ist. Dann nehmen wir eine Eisentür als Ausweich. Richtig. Das kennt man ja. Ja. So sieht die da. Eisentüren waren ja früher der Standard. Ja, genau. Ja, ist zwar blöd, aber ja, müssen wir im Moment einfach mit leben. Ja. Ja. Ich muss auch noch mal gucken, ob das Pack schon erneuert worden ist. Ich habe noch gar nicht geguckt, muss ich zugeben. Ich habe, glaube ich, letzte Woche oder so das letzte Mal geguckt. Ist also schon ein Weilchen her. So, Glas hatten wir, weiße Glasscheiben. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich hier noch irgendwo was an weißen Scheiben? Hallo, weiße Scheiben? Nein, aber weißes Glas habe ich noch. Na dann, das reicht doch genau für einmal Scheiben. Dann hätte ich gerne das da. Und Blumentöpfe brauche ich noch. Ah, wobei? Blumentöpfe brauche ich noch. Lehm haben wir ja, ne? Ja, wir sollten noch Lehm haben. Also ich meine Lehm-Dinger. Lehm-Dinger? Ja, seltsame Suppe. Ah, ja. Hm. Hier sind auch noch Truhen drinne. Wo in der Kruschkiste an der Tür. Ja, kann ich mir dann jetzt auch noch mal eben holen. Ich muss eh gerade nach oben, hier um wieder neues Material zu besorgen. Ja, Tonklumpen. Aber hatten wir nicht... Tonklumpen. Nehme ich die. Die muss ich dann noch brennen. Ja, das mache ich einfach unten direkt in der Küche. Das passt schon. Hallo. Hallo.
Bald muss ich ja immer nach unten, um mir das Zeug zu holen, ne? Ja. Gut, man kann natürlich irgendwie mal ein paar Sachen auch noch hier oben haben, ne? So, ja. Vor allen Dingen, wenn man ja auch weiß, man will etwas Größeres bauen, nimmt man sich ja auch mehr Sachen mit. Mhm. Aber ja, ein bisschen Weg hat man natürlich immer mal, ne? Ja. Das nützt ja nichts. So, und dann wollte ich das Ganze eventuell... Ach, das geht nicht wegen den Dingern. Ja, okay. Hat sich also erledigt. Verdammt. Wie machen wir das dann? Das müsste dann in die Ecke. Da muss ich aber den da wegnehmen. Da kriege ich dann nichts untergestellt, ne? Vielleicht einen Rahmen? Vielleicht einen Rahmen? Ich muss mir mal Rahmen machen. Wir haben... Ich habe da keinen drin gehabt, ne? Mm-mm. Ach, hier wäre ein Gemälde ja drin gewesen. Hätte ich mir rausnehmen können. Da haben wir noch das Schildkrötenei. Kann man das einfach so, egal wo, platzieren? Nee. Geht leider nicht überall. Okay. Rahmen brauche ich. Das heißt, ich brauche Leder. Oh, hier ist noch ein Blumentopf, den nehme ich gleich mal mit. Rahmen. Anscheinend haben wir kein Leder mehr. Okay. Das heißt, ich muss zu dem Händler und ein bisschen was tauschen. So, dann mach das doch. Ja. Ich packe das einfach mal alles erstmal da rein. So, was kann ich denn beim Händler überhaupt tauschen? Oh, da muss ich ja abernten. Wir haben ja überhaupt nichts zum Tauschen hier. Da ist nicht viel. Gut, okay, dann packe ich einfach alles, was ich in der Tasche habe, unten in die Küche, in die Kiste. Also hier bin ich nicht einverstanden mit diesem Ding hier irgendwie. Muss ich mir nochmal was überlegen. So. Da würde ich es reinpacken. Na, die Kartoffeln nehme ich erstmal mit. Werkzeug nehme ich auch mit. Ja, das auch. So. Okay. Will jemand mit? Na komm, Smaragd. Darfst du dich auf mein Bett setzen. Toll, ne? Willst du mit? Dann komm mit. Ach, das wird ja dunkel. Toll, und Smaragd sitzt auf meinem Bett. Hallo. Ich muss da auch schlafen können. Liegst du? Ja. Ja, ich auch. Unter der Katze. Unter der Katze, also wie im Real Life. Yep. Ja, da ist Minecraft sehr realistisch. So, komm, Bell. Kommst mit. Gut, dann gehe ich mal ein bisschen was abernten. Das muss man sowieso ab und an mal machen. Ich hätte ja vielleicht auch, ich glaube, wir haben Melonenkerne schon, ne? Die hätte ich auch mal anpflanzen können hier. So, kümmere ich mich jetzt als erstes um die rote Beete, weil dann kann ich nämlich auch das Feld fertig machen. Ja. Also komplett auffüllen dann. Bell, du solltest da schon weg. Nicht immer direkt im Weg stehen. Wäre ganz toll. So. Ach, jetzt Smaragd auch hier. Langsam wird's voll. Ja, stell dir mal vor, ich habe dann irgendwann noch Dings dabei, einen Papagei. Und dann sind wir unterwegs. Das ist dann schon... Und dann noch Muli dabei. Mhm. Dann, ja, hast du alle Hände voll zu tun. Okay, jetzt noch die Ecke hier. Ach, ich hätte eine Feldhacke einpacken sollen. Vielleicht sollten wir hier noch eine kleine Truhe hinstellen. Ach Mensch, den Komposter, da kann ich mich auch mal drum kümmern. Ja. Das mache ich jetzt.
Ich glaube, so ein bisschen eine Pause vom Einrichten tut uns allen gut. Ja, das ist bestimmt ganz nett. Was willst du denn machen? Na, den automatischen Komposter bauen, wo wir die ganzen Samen und so reinschmeißen können, haben wir ja von Weizen und Rote Beete und so haben wir ja den ganzen Müll dann da. Na klar. Den würde ich gerne bauen. Dazu brauche ich Trichter und den Komposter selber. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wie ging denn der Komposter noch? Da habe ich Holz, da habe ich Stufen. Ich glaube, das war unten so und die Seiten so. Oder auch nicht. Ach, Zaun war das. Zaun. Bin ich mir ziemlich sicher. Hey, kannst du... Hallo? Das ist unglaublich, ey. Lässt ihr die Katze einmal laufen, macht sie Chaos hier. Hallo? Nein! Nicht da rein. Komm mal her hier. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich glaube, Smaragd ist im Aquarium. Zum Glück sind die Tiere alle geschützt. Oh, Bell, nein, jetzt lass mich doch raus. Oh, das ist also, da wirst du echt mal. So, ich gehe jetzt einfach mal. Tierchaos. Macondo, Hilfe! Was ist Hilfe, denn? ganz viel Hilfe. Wir haben da Leute in unserem Stall bei Muli und Johnny und Was für Leute? ich weiß nicht. Bell, du bleibst drin. Die Warte mal. schießen auf mich. Die schießen. Macondo, Hilfe. Ja, ich hab doch schon ein Schwert. Ich muss ja nur erstmal rauskommen. Wer seid denn ihr? Wer seid ihr? Ihr wohnt hier nicht. Jolly, geh weg. Jolly, geh weg von denen. So, ich habe die Katze wieder aus dem Dings gekriegt, aus dem Aquarium. Ich muss mich kurz. Freiwilliges Exil. Hast du jemanden erschlagen? Ja. Sind die immer noch im Stall? Ja, die sind immer noch auf dich fixiert. Oh. So. Danke. Was war denn das? Jetzt mal ganz ehrlich, wer war das? Keine Ahnung. Ich weiß, dass es Banditen oder sowas gibt oder irgendwer, der einen angreift, der Dörfer angreift und sowas. Aber ich meine, hallo, ich habe Angst gehabt. Also ich habe jetzt ein unheilvolles Banner. Okay. Hier, warte mal. Gib dir das mal. Ja, kannst du dir das auch mal eben kurz angucken. Türkise Raute, okay, ja. Das ist aber. Oh. Ich würde mal eben gerne gucken, wo finden wir das denn? Oh. Hallo? Abenteuer. Wie kann ich denn jetzt hier... Wo ist Muli? Da unten. Johnny ist da. Allen geht's gut? Keiner blutet? Gut. So, ich muss das Aquarium zumachen gehen, weil sonst haben wir nachher Flatsch, Flatsch, Flatsch in der Küche. Oh, und ich muss die Küche aufräumen. Hier sind alle Schranktüren offen. So, ihr beide setzt euch jetzt mal hin. Das ist also nicht so schön hier, ne? Vielleicht sollte ich mir da noch mal was überlegen. Wie die nicht aufgehen. Gibt es da eine Möglichkeit, dass die nicht aufgehen, wenn man die dauerhaft powert irgendwie? Nee, ne, das geht nicht. Das geht, glaube ich, nur bei Eisen. Ach. Ja, ich bin noch immer ein bisschen schockiert gerade. Ja, also ich bin da auch auf jeden Fall schon gespannt, was uns die Leute schreiben, was das letztendlich gewesen ist. Ja, das war, also ich, wie gesagt, ich hab schon was gelesen gehabt über Banditen oder so. Warte mal ganz kurz, warum habe ich da so ein komisches Zeichen hier an der Seite? Rechts, siehst du das da? Ja, hast du doch bestimmt irgendeinen Buff oder Ja, sowas. wo sehe ich denn das jetzt Wenn du wieder? das Buch zumachst, solltest du deinen Status einsehen können. Zack. Böses Omen. Hm. Jetzt habe ich hier aber ein... Zeit sind nur Sterne, was also. Gut, Okay. ich Das verstehe es im sieht Moment eher nicht. aus wie ein Debuff. Ja. Okay. Das denke ich auch, weil Böses oben hört sich Ja. schlecht an. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nachher mal nachlesen, was das war. Oder wir lassen uns das in die Kommentare schreiben. Das finde ich auch Genau. toll. Das denke So, ich auch. den Komposter habe ich. Ich hoffe, dass ich jetzt, ohne dass mich irgendwelche fremden Leute erschrecken, das noch hier fertig machen kann. Eisen habe ich auch. So, dann brauchen wir zwei Truhen. Zwei Truhen. Für zwei Trichter.
So, das ist einmal für rein und einmal für raus. Dann brauchen wir noch eine Truhe. Machen wir zwei Doppeltruhen, würde ich sagen. So viel Holz habe ich noch nicht. Da habe ich noch Holz. Das ist zu wenig. Hallo, ich brauche Holz. Das ist ja doof. Ach, dann nehmen wir nur eine Einzeltruhe erstmal, das passt auch. So. Okay. Das ist ja echt ein Ding, dass jetzt da so Leute auftauchen, ne? Mhm. Ich hoffe, das böse Omen ist nicht dafür verantwortlich, dass es dann schneller geht. Also, dass die dann schnell wiederkommen oder sowas. Keine Ahnung, wie gesagt, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Mhm. So, Komposter. Das genau, dann würde ich aber auch gerne noch den Boden hier ein bisschen ändern. Also ich muss nochmal doch ein bisschen Holz machen. Schnell ein bisschen Holz holen. Ich glaube, ich kann das Schwert jetzt erstmal wieder weglegen. Ja. Hoffe ich. Pack es nicht zu weit weg. Warum haben die mich eigentlich so verprügelt? Ich habe doch aber eine Rüstung angehabt. Also ich habe eine Rüstung an, wollte ich sagen. So. Und dann weiter geht's. Es gibt ja auch so reisende Verkäufer und sowas. Okay. Ja, mit also so Händler. Da gibt es auch Lamas, die dazugehören. Aber mit den Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich noch überhaupt nicht befasst, weil das für uns eigentlich hier nicht so wirklich wichtig ist. Ne? Mhm, mhm. So, das nehme ich mal mit. Und tschüss. Also ich würde jetzt Ton und Keramik und sowas, würde ich jetzt auch mit da unten zu dem Steinkram packen, weil ich würde dann einfach da Bodenbelege oder Bodenschätze oder so hinpacken. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ist gut. Ist das okay? Ja. Da wachsen jetzt die Dingers. Genau, und dann machen wir das einfach hier hin, würde ich sagen. So. Ah, der Trichter muss ja noch da drunter. Das passen wir uns hier gleich an. Ach, da war ich ein bisschen schnell hier. Warum läuft das Wasser jetzt eigentlich nicht weiter? Aber ah, okay. Ist aber trotzdem noch da. So, eine Kiste. Es wird schon wieder dunkel, ne? Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Ist ja echt ätzend. Und dann das hier. Und da kommt jetzt die Doppeltruhe drauf. Ich liege im Bett. Ich habe keins dabei. Oh. Ich muss reinkommen. Dann stehe ich nochmal auf. Ich bin sofort da. So, bin da und lieg auch schon. Okay. Einen Räuberhauptmann töten, habe ich jetzt gerade gesehen. Ja, ich gucke gerade hier. Also, freiwilliges Exil ist, töte einen Räuberhauptmann, ziehe möglicherweise in Betracht, dich vorerst von Dörfern fernzuhalten. Also, siehste, das ist das böse Omen. Habe ich das eigentlich auch, das böse Omen? Nö. Das habe ich wahrscheinlich, weil ich den getötet habe. Den Hauptmann? Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich. Das ist schon anzunehmen, dass das daran liegt. So. Okay. Okay, dann da hoch und zack. Sieht jetzt aber nicht so schön aus. Nehme ich das da wieder weg und
Mach die so nach hinten. Das ist ja merkwürdig jetzt. Ist ja komisch. So. Und da. Jetzt ist die Frage, machen wir da noch Holzverkleidung hin? Ich probiere das mal aus. Dass wir so ein kleines Häuschen draus machen. So. Ich glaube, das kann ganz nett aussehen. Die Frage ist nur, wenn ich das jetzt... Ja, das geht noch. Okay. Ja, hier hinten natürlich noch sauber machen. Ist das noch was aussieht hier? Können wir eigentlich die Wand gleich hier reinziehen? Lass mich raus. Da. So. Das sollte doch ganz gut aussehen. Dann sehe das vielleicht doch besser aus, die Kiste in die Richtung zu machen, statt in die andere. Also hier dann nochmal einen Dings hinzupacken. Jetzt habe ich wieder nur eine Truhe. Und die dann so. Ja, das fände ich besser. Dann kann man hier nämlich schön einen Dings hin machen. Hier unten auch noch. Und dann... Dings, nein, das Dings. Ist aber doof. Dings. Da kann man eine Tür hin machen. Jetzt habe ich natürlich keine dabei. Aber ich kann schon mal anfangen, den zu befüllen, hier mit den Sachen. Ja, wir sehen, oh, wie toll. Oh, das geht aber schnell. Zack, das leer. Also die rote Beetesamen, da braucht der Komposter auch nicht so viele von. Mhm. Das ist recht nett. Das mache ich hier auch noch weg. So. Ach, den einen Cobblestone da unten, den lassen wir da einfach rumtanzen. Das ist schon okay. Oh, ich habe jetzt schon drei Mehl gekriegt. Drei Mehl? Ja, in der kurzen Zeit jetzt. Also es hat sich wirklich gelohnt. Jetzt mache ich da noch ein bisschen Falltüren hin. Und ich glaube, dann haben wir einen wunderschönen Komposter. Okay. Ich habe nur keine Falltüren mehr. Nee, die habe ich ja auch oben gelassen gehabt, ne? So, das mache ich noch eben. Ich weiß, der Part ist schon wieder zu lang, aber ich renne ganz schnell. Ja, mach mal. So. Dann machen wir nämlich hier schöne Falltür dran und dann passt das wunderbar. Vielleicht nehmen wir da auch eine. Hier. Sieht ein bisschen besser aus, ne? Nehmen wir so. Das ist schon okay. Ja. Ach, da wollte ich noch Zaun hinmachen. Das geht aber nicht. Ich habe nicht genug dabei. Das kann ich nochmal machen. Ich komme nochmal eben nach oben. Ja. Ach, guck mal, den kann ich ja von hier nehmen. Schau, den brauchen wir ja sowieso nicht mehr hier. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ich bin jetzt gerade am Aufgang. Ja, da habe ich nämlich schon eine Idee, wie wir die Terrasse machen. Also Balkon. Ich würde da gerne so eine Dachterrasse draus machen. Also wir haben ja schon eine Terrasse. Mhm. Aber ich würde da vielleicht ganz gerne tatsächlich nur eine zweite draus machen. So, der Komposter ist fertig. Könnte man vielleicht nochmal eine Laterne reinhängen. Hey, schick gemacht. Ne? Ja. Ja, und funktioniert wunderbar. Das heißt, man macht jetzt da oben das ganze Zeug rein? Genau, einfach die Samen rein. Ne? Ich habe hier jetzt ein bisschen was abgeerntet. Weil die Samen können wir ja sonst für überhaupt nichts gebrauchen. Also klar, die paar, die man braucht. Wo läufst du hin? Ich hole nochmal eben welche. Ich will da auch ein paar reinmachen. Ach so. Und da wir eh welche im Lager rumliegen haben, noch...
zack. Kann ich die mal eben kurz verwenden. Da ist nämlich wieder ein bisschen was weg. Ja. An Kram. Oh, das reicht nicht fürs zweite Mal. Fürs zweite Mal was? Ja, fürs zweite Mal, Knochenmehl. Das ist total cool, so, dann, wenn du da so in den Komposter reinguckst. Der füllt sich dann, ne? Ja. Und dann ist er wieder leer und zack haben wir... Wow. Ja, das dauert eine Weile. Es ist total cool. Also ich mag das Ding total. Das ist ja geil, weil dadurch hat man eben genug Knochenmehl auch immer, ne? Das ist ja, ich meine, wir haben jetzt 7 Stück und wir haben eigentlich nur aus Schirsch und Dudel mal ein bisschen was reingeschmissen. Ja. Also finde ich schon echt toll. Okay, gut. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt den Part beenden. Der Komposter kann da im Hintergrund laufen. Richtig. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut. Also bis denn. Ciao, ciao.